Hallo, meine lieben Fallschüler. Heute hilft mir der Niklas mit bei eurer Fallübung. Niklas ist 10 Jahre alt und hat schon den Orangegurt. Aber er hilft mal so ein bisschen mit. Jetzt bei der Fallschule, er ist ja auch mal erzählt, wie das bei einem Jugendlichen oder bei einem Kind aussieht. Und nicht so wie bei mir. Wir machen zum Aufwärmen heute ein kleines Quiz-Krafttraining. Das kennt ihr schon, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Jetzt kann ich es ein bisschen mit Niklas machen. Da könnt ihr auch euer Wissen vergleichen mit Niklas. Vielleicht wisst ihr schon genauso viel wie er. Und wir starten mit unserer ersten Übung. Wir machen einen Hampelmann und den macht der Niklas so lange, bis er mir 10 Automarken gesagt hat. Okay? Niklas, bist du bereit? Ja. Und los geht's. Mercedes, VW, BMW, Dacia. Das ist 5. Noch 5 brauchen wir. Jaguar. Jaguar, super. Noch 4. Rolls Royce. Rolls Royce, super. Und... Denk mal an Rennen. Nee. Ganz schnelle. Wird sogar hinten her gebaut. Porsche. Schon mal gehört? Scheiße! Das dürfte eigentlich gar nicht sagen, ja? Okay, nehme ich mal mit. Test mal rein. Ist meistens rot. Fähre. Meistens rot. Fähre. Fähre. Ja. Ferrari. Schon mal gehört, Ferrari? Und noch ein brauchen wir noch. Kennst du Japaner vielleicht noch? Japaner. Audi? Audi gibt's noch, genau, super, und stopp, das war's. Spitze, okay. Seht ihr, so ein weiß das gar nicht. So, dann springen wir so. Ja? Und du springst so lange, bis du mir. 10 Mädchennamen gesagt hast. Oh. Fertig und los. 10 Mädchennamen. Julia. Julia. Tamia. Tamia. Wie ist deine Mama? Elke. Elke. Hast du eine Tante? Nein, eine Oma. Wie ist deine Oma? Hilde. Hilde. Susanne? Susanne. Dann gibt's noch. Ja, dann noch bei uns im Training. Luisa? Luisa. Noch 4 brauchen wir. Wir haben noch im Training. Ganz ehrlich? Ja? Ich kenne nicht alle 7 Trainings hin. Okay, dann kennst du vielleicht die von einer Schule. Kommt, da sind jetzt 2 Mädels bei der Schule. Omi? Leni! Leni, noch 2. Aber wie viele Mädels hat sie bei dir gekleidet? Das gibt's ja gar nicht. Mein Hirn ist heute wie ein Mülleimer. Heißt du mal vom Kindergarten vielleicht? Kindergarten? Wie ist deine Kindergärtnerin? Ich kenne kein Mädchen mehr vom Kindergarten. Deine Kindergärtnerin? Auch nicht. Wie heißt denn meine Frau? Nora. Nora. Wie heißt meine Tochter? Co. Co. Coco. Coco, gut, und stopp. Ich krieg Seitenstechen. Okay, es kriegt man meistens an Seitenstechen, wenn man nicht richtig atmet. Ja, man braucht die Luft im Körper. Okay, darf sie auf den Rücken legen? Sagen wir nichts mehr an den Springen. Arme auf der Brust verschränken. Und jetzt setzt du den Kopf hoch und so lange, bis du mir 10 Tiere gesagt hast, die nur im Wasser leben. Im Wasser leben. Okay, geht los. Fisch. Rochen.
Fisch habe ich eigentlich schon gesagt, ja. Also wir nehmen mal Fisch weg. Wir haben jetzt mal Rochen, wir haben Tintenfisch. Das sind ja nicht alles Fische. Korallen. Korallen sind Tiere, genau. Was noch? Das ist das größte Tier der Welt sein. Wal. Ja, wenn du Wal sagst, sind alle Wale weg. Vielleicht kennst du noch einen einzelnen Wal. Blauwal. Blauwal. Kennst du noch mal einen? Pilotwal. Pilotwal? Noch mal einen? Okay, weißt du ähnlich wie ein Wal? Weißwal? Nein, aber... Ich glaube, Weißwal gibt es sogar, doch. Weißwal, nennen wir. Hai. Hai, aber, wenn wir einen Einzelhai nehmen, kennst du einen einzelnen Hai? Hammerhai. Hammerhai, was noch? Jetzt noch mal, du hast vorhin gesagt, Weißwal, was gibt's noch? Der? Weiße. Hai. Der weiße Hai, genau. Was kennst du noch? Gibt's noch Pferde im Wasser? Seepferdchen, was noch? Und. Also glibberig und weiß. Oh. Fing die Kuh an. Qualle. Qualle, ich gut, stopp. Von der Feuerqualle gestorben. Ja, siehst du? Das darf ich nicht vergessen. Qualle. Sehr gut. Okay. Ich habe auch mal Kinder gesehen, die haben die Quallen aus dem Wasser genommen und sie dann wieder reingetan. Ja, das kann man auch. Das brennt nicht alle Quallen, brennt nur ein paar Quallen. Ja, so. Aber die sterben, wenn sie nicht im Wasser sind. Ja, ist auch nicht schlimm, davon gibt es ja ganz viele Quellen. So, schaffst du noch eine Schiffchenposition? Oder du musst was trinken? Wie rum? So wie du bist. Nee. Musst du was trinken? Ja. Okay, kurz was trinken. Und dann machen wir Schiffchenposition noch. Da, schönes Rad, Schiffenposition. Machst du das nicht? Genau so. Das heißt, Arme lang, hinteren Kopf, Beine hoch. So, genau. Und jetzt liegen 10 Tiere, die andere Tiere auffressen. Okay? Komm, das ist ganz einfach. Hast du ganz schön viele Tiere gesagt, die andere Tiere fressen, die im Wasser liegen. Du kannst ja alle Tiere nehmen, egal welches. Bist du weit? Und los, hoch mit dir. Wal. Oh, nicht stimmt, kann reich zu halten. Wal frisst Hai. Genau, Wal frisst andere Sachen. Hai. Hai? Egal was, du musst nur sagen, Tiere. Tintenfisch. Ja, Tintenfisch frisst auch andere Tiere, genau. Och, Mann. Was lebt denn an Land? An Land. An Land, ja. Tiger. Tiger, was noch? Hyäne. Noch 5 brauchst du. Komm schon, was? Oh Mann. Was hat sie eine Mähne? Sie sind fast wie ein Tiger. Komm hoch! Oh. Komm hoch! Komm! Der König der Löwen. Tiere ist der Löwe, genau. Was noch? Oh. Gott! Was fliegt denn? Was fliegt denn? Na, was fliegt denn? Was für Tiere fliegen? Kreuzchen! Kauz, genau, der frisst Mäuse, was noch? Mäuse hast du gesagt. Ja? Läuse. Na, Läuse frisst keine Tiere. Komm, was noch? Oh Mann. Nicht so ganz seine Stärke, ja? Nein. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser, aber du bist trotzdem so lange halt mit dem Niklas. Komm, was fliegt denn noch? Was frisst noch was? Schmetterling? Schmetterling frisst keine Tiere, der nimmt Nektar. Das ist Quatsch. Okay, komm, bleib mal so. Was hast du daheim, was andere Tiere frisst? Komm, wir brauchen nur 3 Stück. Nicht locker, nicht weich werden hier. 3 Stück. Was gibt es für Haustiere? Was bringt oft ein Haustier mit nach Hause? Katze. Eine Katze, die frisst eine Maus, genau. Was noch? Kater? Das ist eine Katze. Nein. Doch, beides Katzen. Das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Beides selbe. Ähm.
sind so ähnlich wie ein Hund. Was so ähnlich wie ein Hund ist? Ja. Ein Wirr. Wolf. 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 Was ähnlich wie ein Wolf? Fuchs, so ein Stopp, gut. Oh, oh, oh. Da musst du aber noch ein bisschen lernen hier. Hast du schon mal einen Adler gehört? Adler? Hm? Ja. Siehst du, Adler fürs Aufreißen. Oder ein Bussard oder so. Eine einfache Aufgabe ist jetzt, aber wenn euch anstrengend ist, wird es sehr, sehr schwer. Okay, das wird mal reichen. Jetzt kommen wir noch zum Fallen. Kurz, wir wiederholen nochmal schnell das Rückwärtsfallen. Und wiederholen nochmal das Vorwärtsfallen. Und dann machen wir. Starten wir heute mit dem Seitwärtsfallen zum ersten Mal. Okay? Niklas, komm hoch. Einmal seitlich hinstehen am besten zur Matte. So, Rücken zu mir. Und jetzt, ja, kannst du ruhig runter von der Matte gehen. Und dann zu meinem Rückwärtsfallen Stopp sagen. Und los geht's. Ich falle schon von selten. Ich seh's da. Au. Oh, komm, du machst ja mit dem falschen Kopf. Körperspannung. Wie ja, soll jetzt man, ist gut. Wie soll man seinen Körper spannen, wenn sein Bauch kaputt ist? Ja, das ist ein Schiff in Position, dass ihr bessere Bauchmuskeln bekommt. Wir brauchen Bauchmuskeln, um euch zu halten oben, ja? Ich genau, sehr gut, super. Das hast du gut gemacht. Jawohl. Über den Loch, dann habe ich meine Bauchmuskeln abgebaut. Da musst du wieder aufbauen. So, gut, das reicht. Dann komm hier nochmal die Judo-Rolle vorwärts. Stell sie hin. Genau. Mach ganz langsam nochmal. Mit einem Fuß auf eure Fallhilfe. Da macht ihr eine Stütze. Da macht ihr mit einer Hand ein Rad. Der Kopf geht nach hinten. Und ihr rollt über dieses Rad hier, zack, nach vorne und schlagt mit eurer Stütze ab, weil ihr als erstes auf den Boden kommt. Das macht ihr rechts und links, so lange bis ich Stopp sage. Los geht's, Niklas. Ich fange mit rechts, links. Rechts und links, genau. Sehr gut. Kann ich doch neben der Matte machen? Nee, mach's auf der Matte, dass du ein bisschen weißt, wie viel Platz die Leute haben. Mach's langsam. Die sauber sehen, die sind Fallanfänger. Die lernen gerade das Fallen. Richtig schön, Schritt für Schritt. Ja. Aufpassen, Niklas gerade so ein bisschen im Kopf gerollt. Dann müsst ihr aufpassen, dass der Kopf sauber über die Stütze nach hinten geht. Ist auch ein bisschen so ein Problem, so bei der Prüfung. Ja. Ich komme die ganze Zeit von der Fahrbahn ab. Ist nicht so schlimm, wenn du abkommst. Bleib ruhig drauf, ein bisschen rechts, links kann man schon gehen. Genau. Aufpassen auf den Kopf immer. Okay, und stopp. So, wenn ihr jetzt die zwei zählt, könnt ihr Mama Papa holen. Und Mama Papa können mal einen Besenstiel oder sowas nehmen. Und dann könnt ihr den Besenstiel mal dahin halten. So, halten erstmal so tief. Jetzt muss der Niklas den Besen über den Besenstiel die Judo-Rolle machen. Ja? Schritt nach vorne, also ein Stolpertier. Ja? Zack. So, und jetzt macht er darüber die Judo-Rolle. Genau. Und jetzt geht der Besenstiel ein bisschen höher. Kommt wieder einen Schritt vor. So, jetzt ist er im Knie oben und wieder drüber. Jawohl, aufpassen. Jetzt war der Kopf schon auf dem Boden. Da muss ein bisschen aufpassen, sonst wird es matsch brennen. Jetzt geht es wieder ein bisschen höher am Oberschenkel. Jetzt muss ich noch mehr abdrücken. Jawohl, der war gut. Mach's nochmal. Mach's nochmal am Oberschenkel. Jawohl, sehr gut. Und so könnt ihr es jetzt immer selber hoch und runter mit Mama Papa machen, damit ihr euch ein bisschen mehr abdrückt mit den Beinen. Ja, wir machen es noch einmal. Genau, super. Okay. So, dann starten wir heute mit der Seitwärtsfallen. Das heißt, ich zeige es mal vor, der Niklas macht es danach. Da stelle ich mit einem Fuß auf eure Fallhilfe drauf, denn auf die Seite fallt ihr auch. Ja? Das heißt, hier stellt ihr euch drauf, dann geht ihr tief immer dran, Ding, umso tiefer ihr seid, umso weniger Schwung habt ihr. Das heißt, geht runter in die Hocke und dann kippt ihr einfach mal auf die Seite. Dann auf die andere Seite, Fuß drauf, tief gehen und dann kippt ihr einfach auf die Seite. Darauf achtet euer Kopf. Nicht so macht, dass euer Kopf immer vorne ist. Hier wie beim Rückwärtsfallen auch. Kopf schön auf die Brust. Niklas, legst du das mal kurz vor? Das
Mach mir eine Minute rechts und links. Und los geht's. Ohne, nicht rückwärts fahren, das, was ich vorgezeigt habe. Das, was ich gerade vorgezeigt habe. Nicht zugeguckt. Oh. Komm hoch, stell dich hin, einen Fuß auf die Matte, tief runter gehen, ganz schnell in die Hocke gehen, ganz runter, ganz runter, ganz runter. Und jetzt einfach nur auf die Seite fallen. Ohne Abschlag, ohne alles, nur auf die Seite fallen. Und andere Seite. Tief runter gehen und kippen. Genau so. Immer tief runter gehen und immer auf die Seite kippen. Oder das Bein auf den Weg. Genau. Kopf schön oben halten, dass der Kopf nicht auf die Matte kommt, das ist ganz wichtig. Und ihr seht schon, was der Niklas richtig macht. Ihr müsst den Arm hier auf die Seite, wo ihr fallt, müsst ihr ganz lang machen. Nicht auf den Ellbogen fallen, nicht euch abstützen. Damit ganz langes Fall auf eure Körperseite. Noch einmal, Niklas. Das tut sehr, sehr weh. Genau. Das tut nämlich weh, wenn ihr es so macht. Wenn ihr es so fallt. Du lässt nämlich ganz an der Schulter wehen und ganz doll am Ellbogen unten. Vor allem, wenn ihr da auf die Straße hinknallt, irgendwie ein Winter ausrutscht oder so, der knallt so drauf. Dann kann beides kaputt gehen. Deshalb so hinlegen. Und jetzt hat er schon was richtig gemacht, was ihr lernt. Ihr müsst, genauso wie bei den anderen auch, da wo ihr hinfallt, halt mal liegen, macht das gleich nochmal. Auf die Seite, wo ihr hinfallt, so bleibt, müsst ihr hier mit der Hand abschlagen, euren Schwung abfangen. Ja? Richtig draufhauen. Auch das rechts und links mal. Das heißt, ihr stellt euch drauf, geht tief, bam. Genau. Und Kopf schön hochnehmen, andere Seite. Auch das mal wieder eine Minute. Jawohl, super. Jawohl. Gut. Da noch gleich die letzte Übung mit dazu. Und dann haben wir auch das Seitwärtsfallen. Ja, super. Schön lang machen, ja. So wie es der Niklas macht, macht er super. Sehr gut. Und stopp. Gut, was jetzt noch dazu kommt, ist, bleibt mal stehen. So, was jetzt dazu kommt, ihr fallt ja nicht, wenn ihr auf beiden Beinen steht zur Seite. So meistens dann, wenn euch ein Bein irgendwie weggezogen wird oder wenn es wegrutscht. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, ihr nehmt das Bein, was auf der Fallhilfe ist, das nehmt ihr weg, geht tief in die Knie runter und fallt dann so zur Seite. Aufpassen auf den Kopf, schön halten. Immer also das Bein, was auf der Fallhilfe ist, das nimmt ihr weg, kreuzt vielleicht, geht tief und dann fallt ihr auf die Seite, wo das Bein weggezogen wird. Das ist eure letzte Übung und dann sind wir fertig. Und los geht's, Niklas. Bein wegnehmen, tief gehen, was ganz langsam, dass ihr es richtig sehen. Zur anderen Seite, Bein wegnehmen, tief runtergehen, genau, ihr seht, wie Niklas deine Knie geht und dann seitwärts fallen. Bein wegnehmen, tief gehen, wups, genau, super. Dann habt ihr alle drei Fallarten gemacht, die es im Judo gibt. Nächste Woche machen wir eine Mutprobe dazu. Das dann auch ein bisschen, 30 Sekunden noch. Wir haben keine Mutprobe gemacht. Bitte? Wir haben keine Mutprobe. Wir haben nur keine Mutprobe gemacht. Wie, wir haben keine Mutprobe gemacht? Doch, wir haben Mutprobe gemacht. Von der Bank runtergefallen und sowas. Haben wir schon gemacht. Komm, letzt noch zwei Stück. Einmal links, einmal rechts noch. Und einmal noch zur anderen Seite. Sehr gut. Okay. Das war's für heute beim Fallen. Wir dehnen uns kurz noch ein bisschen. Ja. Genau. Wir setzen uns hin. Beine lang und die Hände gehen nach vorne, die Zehenspitzen. Jawohl, super. Seht ihr, kriegt ihr schon locker hin. Niklas macht schon ein Weilchen.
Sehr schön. Dein Fußsohlen zusammen. Knie nach unten pressen. Jawohl. Da könnt ihr mit euren Händen, bei Knie, Niklas geht schon allein runter, könnt ihr mit den Knie, Händen eure Knie runterdrücken. Ich bin schon immer allein runtergekommen. Genau, super. Wir wollen einen Bienenstachel, das heißt, wir nehmen die Fußsohle in die Hand, machen das Bein lang. Genau, mit der anderen Hand könnt ihr dann das Bein lang drücken noch, dass es keinen Knick im Knie hat. Und es muss ziehen. Und es muss ein bisschen ziehen natürlich, es soll ja die Muskeln lang machen. Beim Dehnen werden immer die Muskeln wieder lang gezogen, ja. Dann reinholen, an die Brust ran. Genau, das zieht der Popo, dahinter soll das ziehen. Und Stinkefuß, andere Seite. Ja. Und dann die Brust ran. Stinkefuß. So, dann machen wir eine Rolle rückwärts, hinten am Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Ab nach hinten rollen, dann hinten am Kopf. Ja, hinten bleiben dann. Genau, wieder zurück, Niklas. Geh nochmal zurück, bitte. So, jetzt gehst du einfach nur mit den Füßen in den Kopf, sodass beide Zehen, genau, so. Und wer es kann, das macht schon super gut. Mit den Ohren, mit den Knien die Ohren zu halten. Oh, seht ihr das, Niklas? Man, super. Die Knien die Ohren zu halten. Okay. Ja, genau so. Sehr gut. Gut. Letzte Übung, oder vorletzte Übung, komm mit nach vorne, Niklas. Was? Hände zusammen, hinter den Kopf, Kinn auf die Brust. Schön, dass ihr euren Kopf schon mal nach vorne bekommt beim Seitwärts- und Rückwärtsfallen. Gut, und am Schluss noch die gefallene Übung. Sehr gut. Und aufstehen. Jawohl, über den Po nach unten. Seht ihr, so locker geht es. Wenn ihr dann auch 4-5 Jahre Judo macht, dann schafft das wieder Niklas. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ja? Niklas, kommt wieder her. Dann Niklas, dem Niklas danke ich auch, dass ich es mal vorgemacht habe. Dann seht ihr mal, wie ihr es könnt, wenn ihr dann mal schon 10 Jahre alt seid. Ja, dann könnt ihr es ja genauso gut wie den Niklas. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss, ciao, bye, bye.